Grüß euch, willkommen meine Freunde zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, nachdem es die letzte Snackbox nur in meinem Stream geschafft hat und weil sie halt einfach so unfassbar schlecht war, tatsächlich nicht hier auf YouTube, habe ich jetzt einmal die Snackbox für den Januar 2021, die erste des Jahres. Wobei für mich quasi fast schon gefühlt die zweite des Jahres, weil die von Dezember so spät gekommen ist. Aber das tut nichts zur Sache. Wie gesagt, da habt ihr hier nichts von gesehen. Ihr habt aber auch überhaupt nichts verpasst. Das war einfach eine riesen Enttäuschung, diese Box. Es war quasi so eine Zusammenfassung von den Best Candies of the Year oder so eine Geschichte sollte sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auch noch keinen Plan, was mich erwartet. Ihr könnt das hier hinter mir schon sehen. Ich blende das nämlich hinterher im Schnitt ein. Ich habe noch keine Ahnung, was mich erwartet. Ich mache die ganze Geschichte jetzt einmal gerade auf und mich erwarten direkt irgendwelche Riffelchips. Und wir sind... Das ist sehr interessant. Das ist tatsächlich sehr interessant. Ich zeige jetzt mal nur die Rückseite von diesem Ding hier. Ich finde, man kann theoretisch schon drauf kommen, was das hier ist. Ich mache mal gerade meine OBS darüber, damit ich sehe, was hier passiert hier. Man kann theoretisch drauf kommen, aber ich drehe es einmal um. Griechenland! Griechsnacks. Klingt eigentlich ganz interessant, klingt ganz cool. Ich will hier jetzt gar nicht reingucken, weil sonst spoilere ich mich hier zu viel. Hier haben wir auch so eine Schusch. Das ist die wohl geilste Postkarte, die ich jemals gesehen habe. Ohne Scheiß. Gebt euch das Ding mal. Mega das geile Teil. Ohne Scheiß. Geil, boah, da wär ich jetzt verdammt gerne, das glaubt ihr gar nicht. Boah, geil. So, fangen wir tatsächlich an mit, naja, der dünnsten Tüte Chips, die ich jemals gesehen habe, glaube ich. Das sind... Oregano-Chips, würde ich jetzt behaupten. Also, das einzige Wort, was ich hiervon lesen kann, ist Oregano. Und es sind Ruffles, also geriffelte. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus, dass die geriffelt sein sollen. Ich muss mal gerade sehen. Moment. So. Alter. Also riechen tun die nach herzlich wenig. Aussehen tun die so. Ja gut, ihr werdet durch den Greenscreen wahrscheinlich überhaupt nicht sehen. Aber das sind die Chips. Tatsächlich sehr interessant. Wirklich Oregano-Geschmack ohne Ende. Man könnte fast denken, man hat so eine Tiefkühlpizza vor sich. Also wirklich genauso ungefähr schmecken die Chips. Wir nehmen uns einfach mal direkt das nächste. Und zwar Gum on Make Your Burger. Ja, man sieht, hier sind quasi so Einzelteile von Burgern, gibt es auch hier in Deutschland so, die sind aber zusammengesetzt, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißen. Dann quasi Burger zusammengesetzt in dieser komischen Plastikburgerschale da, diese kleinen, ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das Geile ist, die Tüte ist wieder verschließbar. Riecht ja tatsächlich ganz normal nach Haribo etc. pp. Sieht auch ungefähr genauso aus. Ich habe hier auch tatsächlich schon mal direkt einen ganzen Burger. Einmal das ganze kleine Flaggschiff auf einmal. Und dann würde ich sagen, Prost. Mhm. Ah,
einfach 1:1 gleich gesetzt mit diesem Deutschen. Ich finde die sogar tatsächlich noch ein Stückchen besser. Die schmecken sind nicht so extrem süß künstlich tatsächlich. Die schmecken tatsächlich noch gut. Machen wir weiter mit Lakata Oreo Strawberry Flavor. Eine Schokolade mit Oreo, entweder Oreo Schokolade und Erdbeergeschmack oder mit Oreo und Erdbeer drin. Ich glaube tatsächlich eher letzteres. Ich habe auch schon gemerkt, die ist schon gebrochen. Das heißt, wir haben direkt einen sehr schönen Einblick für nach drinnen. Haben wir vielleicht doch nicht. Ja. So sieht die von innen aus. Ja, das klappt jetzt nicht so richtig. Komm, Kamera, mach keinen miesen. Also ich sag mal so, es ist grundsätzlich einfach Schokolade, die von innen leicht rot ist. Also ist jetzt optisch überhaupt nichts Besonderes. Okay. Diese Erdbeere. Man merkt zwar, dass die künstlich ist. Also klar ist die künstlich. Man schmeckt auch, dass die künstlich ist. Oder man schmeckt die Künstlichkeit raus. Aber nicht im Ansatz so extrem wie bei Thailand, Taiwan und Schlag mich tot, was wir da, keine Ahnung, was wir da genau hatten. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsschokolade tatsächlich. Aber ich finde die tatsächlich echt gut, muss ich sagen. Die schmeiße ich jetzt nicht auf den Boden, weil die geht nicht so ganz zu. Als nächstes haben wir, also nehmen wir für den Schluss, die sehen sehr gut aus. Als nächstes haben wir Shrunky Nicoilia oder was? Oder Nocciola, nah dran. Nocciola Trunky. Ich denke, das wird sowas sein wie fast schon Kinder Bueno oder sowas in die Richtung. Oha, das krümelt extrem. Ich hole mir mal gerade. Ich lasse das mal gerade über den Mülleimer entkrümeln. Alter. So sieht das Ganze aus. Es sieht aus wie ein Baumstamm. Das stellt nicht scharf, danke. Es ist halt ein Keks mit so einer komischen Snuggart-Füllung. Würde ich jetzt behaupten. Alter. Alter. Krass. Das schmeckt, Moment. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich komme jetzt überhaupt nicht drauf, was es sein könnte. Also anfangs schmeckt das wie diese komischen, wie heißen die denn? Ich glaube Manna. Genau, Manna-Waffeln, diese komischen Dinger da. Die in dieser pinken Verpackung, so heißen sie genau. Anfangs schmeckt das so und hinterher wirklich einfach so wie ein Hanuta fast schon. Unfassbar gut, ohne Scheiß. Echt mega stark. Alter Finne. Jetzt spiele ich ja irgendwie doch schon mit der Überlegung von wegen, hey, hol dir noch so eine Box, hey, hol dir noch so eine Box. Aber ich weiß, dass es ein Fehler sein wird, noch eine zu holen, deswegen lasse ich das.
Als nächstes haben wir Sweet House. SeaWorlds with Milk Filling. Also SeaWorlds sind eigentlich Cornflakes. Ich habe jetzt keine Milch oder sowas hier. Deswegen fällt das aus. Kann man aber auch wahrscheinlich genauso wirklich in eine Schüssel mit Milch packen und dann so snacken. Okay, so trocken schmecken die nach herzlich wenig. Weiß ich nicht, die schmecken jetzt wirklich so einfach nur nach so einer Waffel, die man für ein Eis hat, also hier so eine Eiswaffel. So ungefähr schmecken die tatsächlich. Nichts Gutes, nichts Schlechtes, sag ich mal. Wie gesagt, schmeckt halt nach herzlich wenig. Oha, wir haben ein Getränk. Pepsi. Die in meinen Augen bessere Cola. Pepsi Lime. Ich habe Angst, die zu öffnen, weil das war wahrscheinlich sehr geschüttelt. Erstmal ein bisschen drauf tippen, damit das ein bisschen ruhiger wird drin. Man kennt das ja. Es riecht einfach wie normale Pepsi mit so einem leichten Frische-Kick. Okay. Geschmacklich kann ich das gerade überhaupt nicht definieren. Weiß ich nicht, es schmeckt schon eigentlich wie eine normale Pepsi. Von dem Lime merke ich tatsächlich wirklich sehr wenig. So beim ersten Schluck, ja, so einen ganz leichten, ja, so einen wirklich ganz leichten Kick. Da ging es dann wirklich in eine sehr verrückte Richtung vom Geschmack her. Aber jetzt, so nach dem zweiten, dritten Schluck, schmeckt es einfach wirklich wie normale Pepsi, habe ich das Gefühl. Nichts Besonderes mehr. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Box ist von Kellogg's gesponsert oder sowas. Als nächstes haben wir Kellogg's Choco Pops. Es sind quasi diese Schoko Crispies, die ich glaube ich auch mal in der allerersten Snackbox eingeblendet hatte. Ich habe das Bild nicht mehr, deswegen werde ich es jetzt nicht nochmal einblenden. Guckt euch die erste Snackbox an, dann wisst ihr es. Nochmal in so einem Riegel verfasst. Ich glaube, das letzte Mal war das auch so ein Riegel, kann das sein? Genau, der hat dann genauso geschmeckt und diesmal sind die das Original. Also angeblich Original. Ich kau noch nicht, ich habe so ein kleines Ding davon gerade aufgesammelt, aber ich kau noch nicht. Hoppla, da kam die Pepsi hoch. Ohne Scheiß, das schmeckt genauso nach herzlich wenig wie das andere. Es schmeckt nach genauso wenig wie die... Wobei, es schmeckt eigentlich nur nach diesen Schoko-Crispies, die extrem klebrig sind. So als hätte man die in Milch einweichen lassen. Und dann wieder aushärten lassen und dann so aneinander gepappt. So ungefähr schmeckt das. Ich weiß, die Beschreibung ist mega weird. Aber ungefähr so schmeckt das. Als nächstes Nickelodeon. An irgendeine Serie auf Nickelodeon angelegt. Ein Kokoroku oder Kokoroku, doch so würde ich es nennen. Auch wieder irgendwas mit Haselnuss. Also wahrscheinlich sowas wie... Ach so, stimmt, diese Rolle habe ich ja gegessen. Ich habe gerade diese komische Rolle hier gesucht. So, ich hole wieder den Mülleimer, weil es fühlt sich sehr bröselig an. Es ist wieder so eine Waffel,
Also quasi auch wieder hier oben Schokolade, unten Waffel. Wahrscheinlich auch so ein Manna-Ding oder sowas. Schmeckt wie so eine Manna-Waffe, aber mit mehr Schokolade. Finde ich tatsächlich gut. Und wenn ihr euch wundert, warum ich hier so komisch saß, ich habe über den Mülleimer gegessen, um hier nicht alles voll zu sauen. So, dann haben wir noch. Irgendwas mit SpongeBob. Also nein, nicht mit SpongeBob, aber irgendwas mit SpongeBob. Mit diesen neuen SpongeBob-Filmen, die total für den Arsch sind. Ich habe nur den einen gesehen, wo sie Superhelden waren. Also von den neuen jetzt, den alten. Bester Film ever mit Goofy Gooba und alles. Aber jetzt von den neuen habe ich den gesehen, wo die Superhelden waren und auf einmal an Land unterwegs und so eine Geschichten. Fand ich ganz schrecklich. Fand ich wirklich ganz, ganz schrecklich. Und deswegen will ich mir den neuesten jetzt auch gar nicht mehr angucken. Es ist ja wohl jetzt noch einer rauskommen, das ist keine Ahnung. Will ich mir aber nicht antun. Als nächstes haben wir, weiß ich nicht, so komische Kekse. Die ein komisches Gesicht auf sich haben. Die heißen Chippy Cow. Wie gesagt, Chippy Cow mit einem schönen Gesicht drauf. Riecht halt wie ein, einfach wirklich wie so ein normaler, leichter Schokokeks. Ohne Scheiß. Genauso riecht das. Mhm. Genau, das ist auch so ein trockener Butterkeks mit Kakao drin im Teig. Also so ein trockener Kakaobutterkeks, nenne ich es mal. Mit halt einer Schokoladenfüllung dazwischen. Vollkommen okay, ist jetzt nicht das übertriebene Highlight. Kann man mal machen. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht weltbewegend. So, ich packe die mal wieder ganz gekonnt hier ein. Und zu guter Letzt, ich habe mir gedacht, die sehen eigentlich super gut aus. Kellogg's Biscuit Moments Chocolate. Soll, also Biscuit Moments Chocolate ist für mich auch so ein Schokoladenkeks einfach nur. Produced on best before. Ach so, lol. Hier steht produced on und best before. Ich dachte gerade so, wie 8.10. Willst du mich jetzt verarschen? Ich habe aber zuerst nicht das oben gelesen, was da steht. Ich dachte gerade so, wie, die geben mir was Abgelaufenes. Aber nein, produced on 8.10.2020 und best before 5.07.21. So. In dieser Packung sind 5 von diesen Dingern drin, ne? Jetzt so von der Verpackung nichts Besonderes zu dem, was vorher da war, sag ich mal so. Ich hole wieder den Mülleimer hervor. Oha. Ach, das sind 2. Aha. Okay, ich präsentiere. So sieht das Ding aus. Und hier ist dann einmal die Füllung drin. Es riecht sehr intensiv nach Schokolade.
Okay. Also ich habe mir tatsächlich die Konsistenz davon genauso wie sie ist vorgestellt und bin noch mit der Erwartung jetzt herangegangen und trotzdem hat es mich gerade bekommen und ich dachte mir so, mega weirde Konsistenz. Total unbeschreiblich, geschmacklich. Weiß ich nicht. Dann nehme ich doch hier lieber diese Chippy Chaos, die hier. Die waren nämlich, was das betrifft, viel besser. Im Groben und Ganzen muss ich sagen, ich habe Bock auf Oregano-Chips. Die sind gut. Im Groben und Ganzen muss ich sagen, tatsächlich, das war wieder eine Box, die hat mir echt gut gefallen. Wobei die Erwartungen auch tatsächlich nach der letzten Box nicht mehr so hoch waren, muss ich mal ehrlich gestehen. Aber die war echt super gut. Sowas hätte öfter kommen müssen, sowas Gutes. Dann hätte ich das aber auch nicht gekündigt. Naja, ist halt so. Ich fand das super. Ich hoffe, euch hat dieses Unboxing und Let's Test und Let's Eat Gedönse ja auch gefallen. Ich habe eigentlich erwartet, irgendwann kommen so Sachen, die man dann so isst und auf einmal fängt man an zu kotzen fast oder so eine Geschichte. Aber wir haben ja noch eine Box offen. Das ist die Februar 2021 Box. Ich glaube, dann war es das. Ich glaube, März kommt schon nicht mehr. Müsste so sein. Also wir haben noch eine, wenn es maximal hochkommt, zwei, aber ich bin mir ziemlich sicher noch eine Chance, dass wir bei irgendeiner Box kotzen müssen. Es wäre bestimmt super lustig, wenn das passieren würde. Und ja, ich muss sagen, es war eine sehr gute Box. Ich hatte jetzt nichts, wo ich mir dachte, das schmeckt gar nicht, sondern ich hatte wirklich alles, wo ich mir denke, oh, war das gut. Liebes Vernaschen die Welt-Team, danke dafür. Super, ist echt eine super geile Idee mit diesen Boxen, mit den Snacks von überall. Nur manchmal sind da echt verrückte Sachen bei, die man so denkt, so. Wer isst sowas? Gut, egal. Geschmack ist ja auch bei jedem immer anders. Ich würde sagen, das war's mit der Lootbox, sage ich schon. Mit der Snackbox 2021. Januar 2021, wohlgemerkt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns nächsten Monat wieder bei einer weiteren Snackbox oder bei einem anderen Video, was noch so an wenigen Videos auf diesem Kanal kommt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.